Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von mir. Das ist ein Update-Video zum Cable bzw. dem britischen Pfund gegen den US-Dollar. Was ist passiert? Ja, er hat das getan, was er tun sollte. Er hat diese H4-Flagge bzw. war es ja mal eine H1-Flagge, die hat er ja innerhalb des H1 auch direkt angetestet, ist dann ein paar Pips runter, 50, 60 Pips, und letztendlich hat er sich aber hier relativ gut stabilisieren können, beziehungsweise ist durch diese 10, 13, 20 Kombination oder beziehungsweise auch über den wichtigen 50er EMA im H4 drüber. Das war natürlich das Zeichen, dass hier als nächstes in den H4-Chart umgeschalten werden sollte, und dort hat er auch visuell sowie auch charttechnisch sehr gut diese untere Flaggenbegrenzung getestet und ist seitdem ja schon 100 Pip gefallen. Momentan befinden wir uns hier in einer Art Unterstützungszone, ja, die ehemalige Zone, an der er nicht durchbrechen konnte. Sieht aber recht dynamisch aus, was er hier macht. Also das sollte hier zum Durchbruch führen. Was hier aber als nächste Unterstützung im Fokus steht, ist die Zone des heutigen S3, beziehungsweise auch dieses Tief, ja, also dieses letzte Tief unter dem Ausbruch der Daily Range im Bereich der 1,54840 circa. Hier sind auch die im H4, die Lower Bollinger Bands an dieser Stelle. Und wenn wir die Pivot Points mal einblenden, dann dienen sie uns heute wieder sehr, sehr gut als Unterstützungszone bzw. als Markierungszone. Wie wir hier gerade sehen, ja, es ist jetzt 10.21 Uhr und er stockt hier wieder an dieser Zone. Und dann ja, dieser Bereich zwischen DM1 heute und wie gesagt diesem Flaggentief bei den 1,54850 circa. Aber sollte er das durchbrechen, ist natürlich hier der S3 dann als nächstes im Fokus. Und spätestens von da an würde ich mir ein wenig Long-Bewegung wieder wünschen, mindestens zum S2 in diesem Bereich oder auch zu dieser gebrochenen Zone im Bereich der 1,55350 circa, ja, dass man hier nochmal größere Short-Positionen aufbauen könnte, aber schon dieses Zwischentief würde reichen. Sollte er sich jetzt hier in dieser Zone stabilisieren können, gehen wir mal in den H1-Chart über, dann wäre natürlich als nächstes zu erwähnen hier ja auch diese Zone zwischen den 1,55350 und dem S1. Wir haben hier einfach ein Zwischentief bzw. mehrere Zwischentiefs im H1, die wichtig sind als Widerstandszone. Ja, ich könnte mir jetzt hier wieder eine Stabilisierung vorstellen, dann läuft er in diesem Bereich und dann sollte er hier weiteres Short-Potenzial entwickeln bzw. könnte er auch hier durchbrechen und dann ebenfalls nochmal entweder bis in den Bereich, in diese Widerstandszone oder in den Bereich laufen und dann neues Short-Potenzial generieren. So die zwei Short-Abläufe, wie sie sein sollten. Ja, nach mustergültiger Charttechnik, ob das passiert, steht natürlich in den Sternen. Aber ja, es steht ja nichts im Wege, warum sollte sich hier nicht das ordentlich bewegen, denn er hat hier seit langem mal wieder, seit Bruch dieser Daily Range, mal wieder ordentliche Performance gezeigt, die auch Sinn gemacht hat, ja. Er ist zwar relativ weit hochgegangen in diese Daily Range wieder rein, aber das hatte ich ja auch erwähnt, dass man die Stops hier nach diesem Bruch der Flagge relativ schnell nachziehen sollte, denn man weiß ja, der Retest kommt, aber man weiß nie, wie hoch er kommt. Deswegen sollte man ja die Stops nach so einem Ausbruchstrade natürlich nachziehen, denn meistens geht er wieder in den Minusbereich. Wenn man hier beispielsweise diesen Ausbruch getradet hat oder auch hier seine Position drin hat, ist es ja nur logisch, wenn die Flaggenlinie aufwärts verläuft, dass er auch wieder den Trade ins Minus bringt. Und das wollte ich ja nicht, beziehungsweise hatte ich ja so erwähnt, dass ich das Quatsch finde, warum man die Position dann drin lassen sollte. Wenn man sie nicht hatcht, dann lieber eng stoppen. Das war auch der Fall und in dem Bereich des H450er bzw. an der visuellen Kante, das ist der heutige H1, einfach sich neue Positionen genehmigen konnte, neue Positionen. Und das hat auch wunderbar funktioniert, man konnte hier mit relativ engen Stops arbeiten und wie gesagt, ja, hier diese 100 Pips sprechen einfach für sich. Ja, das zur Short-Richtung, dann natürlich weiterhin, ja, kurz- bis mittelfristig ist ja schlecht zu definieren jetzt, sind natürlich diese 1,5350. Das ist der FIBO, das FIBO-Level 50, jetzt habe ich's. Das FIBO-Level 50 dieser gesamten Aufwärtsbewegung können wir uns auch im Wochenchart nochmal anschauen, ja, hier, innerhalb dieser Formation. Und das stellt einfach mal die erste stärkere Unterstützung dar. Das ist auch hier im Bereich dieser oberen Begrenzungslinie, ja, dieser Pufferzone
in dieser aufwärts gerichteten Trendlinie von der Formation. Hier haben wir auch eine Art Clusterzone mit diesem 50er Fibo. Und letztendlich dann mittelfristig das Ziel, diese 1,5250 natürlich. Und sollte er dann diesen Keil brechen, dann ja, geht's weiter. Aber da gibt es dann nochmal ein neues Update-Video. In den älteren Videos sind ja auch die Erklärungen zu diesen Targets letztendlich zu finden, die ich hier eingezeichnet habe, ja, im Bereich dieser 1,48 und ja auch in dem Bereich der 1,43. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Es könnte durchaus sein, dass er hier erstmal sich stabilisiert, innerhalb dieser Zone eine Art Seitwärtsrange bildet. Und ja, dann könnte auch der Weekly 10er EMA mal wieder nachziehen. Und an dem nochmal wieder größere Short-Positionen aufzubauen, wäre dann natürlich zu favorisieren. In die Long-Richtung ist jetzt sehr schwierig. Also man sieht ja, selbst wenn man hier dachte, okay, er stabilisiert sich am S2 und bricht dynamisch hier diese Widerstände, aber er hat genauso schnell auch wieder gedreht hier, ja, so ein riesen Spike an diese Flagge hoch. Und wenn man halt sich vorher keine Analyse macht und sich hier diese Flagge nicht eingezeichnet hat beispielsweise oder diese untere Flaggenbegrenzung weitergezeichnet hat, also es nicht getan hat, dann kann man natürlich hier in die Falle laufen, hier schnell eine Long-Position eröffnen, weil man sieht, oh, er bricht hier durch die Widerstände, zieht die Stops nicht nach. Ja, ist mal schnell 30 Pip im Plus und genauso schnell ist man dann hier in den Minusbereich gelaufen. Aber wie gesagt, es ist natürlich hier erst wirklich sicher, wenn er hier durch den S3 durchbricht, beziehungsweise durch dieses Flaggentief. Also wer noch nicht investiert ist, momentan noch mit relativ engen Stops arbeiten, hier über diesen Widerstandszonen, und wer es sicherer haben mag, einfach beim Bruch dieses Tiefs, ja, hier beispielsweise so, dann ein Test dieser Zone. Da könnte man dann mit relativ engem Stop über diesen Zwischenhochs, über dem heutigen S2 einsteigen und dann letztendlich das Ganze runter traden. Wer momentan investiert ist, würde ich sagen, naja, auf jeden Fall drin lassen, ist ja klar. Aber die Stops auch natürlich nachziehen. Wenn wir den H1 gehen, über diese Widerstände ergibt Sinn, ja, hier. Beispielsweise hier der Weekly Pivot Point, der bietet sich natürlich an. Das sind ab hier jetzt schon 60 Pip Stop Loss. Wer jetzt hier eingestiegen ist, natürlich schon locker Break-Even bzw. im Gewinn, und auch die Position, die man hier noch drin gelassen hat, die sollte man jetzt aber hier über den 1,5570 bzw. über dem heutigen Daily Pivot Point schon stoppen. Also wenn er hier nochmal drüber geht, dann könnte es durchaus sein, dass er hier eine Art doppelten Boden entwickelt im Bereich des heutigen S2 und dann weiter wieder long geht. Und ja, dann hat er diese Daily Range auch mit diesem Art Spike hier verletzt. Also ganz auf Nummer sicher ist man ja natürlich nie, aber das ist man ja, ist ja eh nie der Fall. Wie gesagt, long, ja, also da müsste er schon ein deutliches Zeichen innerhalb dieser Daily Range bilden. Definitiv. Dann das nochmal antesten. Und dann hoch, aber das ist mir alles zu heiß. Also ehrlich gesagt, würde ich den Cable dann lieber in Ruhe lassen. Und wenn er dann über diese Daily Range drüber bricht, ja, beziehungsweise über diesen H4 200, 237er Bündel, dann könnte ich mir vorstellen, ja, da hat er auch diese Trendlinie hier gebrochen, dann könnte ich mir vorstellen, hier auch mal wieder Long-Positionen aufzubauen. Aber das steht natürlich noch in den Sternen. Wer noch Interesse an weiteren Analysen hat, kann gerne auf meine Seite www.forexhome.de schauen. Hier findet ihr im Bereich der Videoanalysen, ja, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, die ganzen Paare, die, wo es bis jetzt Analysen dazu gibt, und kann sich hier heraussuchen, das, was er gerne traden möchte, das, was er sich interessiert. Auch Analysen des Tages natürlich sind hier immer wieder vertreten. Dort muss man natürlich draufklicken und dann bilden sich hier diese YouTube-Verlinkungen. Ich arbeite auch dran, die Schnelligkeit der Seite noch zu erhöhen, denn durch diese vielen YouTube-Verlinkungen entstehen hier natürlich Wartezeiten, die man nicht haben möchte. Wer ja immer auf dem neuesten Stand sein möchte, ich habe hier auch im Live-Ticker schon diese Facebook-Verlinkung gepostet. Dementsprechend natürlich hier diese Social-Media-Verlinkung, auf die ihr einfach draufklicken könnt, dann kommt ihr auf die Forex Home Seite dieser Social Media Accounts, könnt es dort abonnieren, ist ja kostenlos, und da erfahrt ihr immer ziemlich zügig, wann die neuesten Videos kommen. In diesem Sinne nochmal ein Blick auf den Chart. Ja, jetzt ist er durchgebrochen, hier Live Trading, sehr schön.
durch den S2 durch. Momentan hängt er jetzt am DM1. Wir werden sehen, was er hier macht. Jetzt wäre natürlich die Möglichkeit da, sich hier wenig zu stabilisieren und dann letztendlich hier an diesem heutigen S2 bzw. auch am zwischen DM2 und S1 hier nochmal Short-Positionen aufzubauen. Wer investiert ist, dem wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei dem Setup. Stops nachziehen nicht vergessen, damit ihr nicht mehr ins Minus lauft. Und alle, die noch nicht investiert sind, die haben ja hier genug Chancen, hier jetzt sich nochmal Einstiege zu generieren bzw. sich nochmal Einstiege zu suchen. Viel Erfolg dabei und der Peter sagt Tschüss.